Seit November letzten Jahres ziehen die Gelbwesten mit ihren Demonstrationen durch die Straßen Frankreichs. Am Anfang entfacht durch den Protest gegen eine Erhöhung der Benzinsteuer. Später erweitert als eine allgemeine Protestbewegung gegen verschiedene unpopuläre Maßnahmen der Regierung. Opfer sind seitdem auf beiden Seiten gefallen. Der Missmut und die Unzufriedenheit unter den Demonstranten fackelt immer wieder auf. Aber auch die der Polizisten, die an den Einsätzen gegen die Gelbwesten beteiligt sind. Dies zeichnet sich auch an den psychischen Folgen aus, die sich unter ihnen mittlerweile vermehrt zeigen. Nach Angaben der französischen Bewegung wütender Polizisten haben sich zwischen Januar und Juli diesen Jahres schon 40 Polizisten ihr Leben genommen. Wobei für das gesamte Jahr 2018 nur 33 solcher Fälle gemeldet wurden. Ich habe in meiner Karriere noch nie eine solche Konsequenz bei Selbstmorden gesehen. In kurzer Zeit innerhalb der nationalen Polizei. Das ist beispiellos. Die Gründe für die steigende Suizidrate sind vielseitig, aber hauptsächlich arbeitsbedingt. Alle Fälle, die ich kenne, bezogen sich auf die Arbeit. Und alles läuft auf Hierarchie, Ausrüstung, Manpower und Anerkennung hinaus. Das war's. Und jeden Tag wächst sie, die Not wächst. Und eines Tages können sie es nicht mehr ertragen. Auch die Gewalt, die die Polizisten gegen die Demonstranten einsetzen und oft auch von ihnen erfahren müssen, tragen zu dem psychischen Druck bei. Zudem gab es Fälle, bei denen die polizeiliche Schärfe so aus den Fugen geriet, dass die negative Stigmatisierung auf die gesamte Polizeipräsenz abgerollt wurde. Heute ist die französische Polizei nach mehreren Wochen und an diesem Punkt Monaten besonders erschöpft von den intensiven Demonstrationen der Gelbwesten. Diese Demonstrationen waren besonders gewalttätig und die Repressionen, die wir den Demonstranten zugefügt haben, waren besonders heftig. Während die Wut der Demonstranten gegen die Passivität der Regierung oft direkt an den Polizisten ausgelassen wird, instrumentalisiert auch die eigene Regierung zur gleichen Zeit die Polizei für sich. Sie nutzen die nationale Polizei für politische Zwecke, da sie sich weigern, auf die politischen Forderungen der Gelbwesten zu reagieren. Sie benutzen die nationale Polizei einfach als Instrument, um eine politische Frist zu verschieben. Demonstration für Demonstration, wir sehen das mehr und mehr, gibt es einen Versuch, den Konflikt der Gelbwesten in einen zwischen der nationalen Polizei, der Gendarmerie und den Gelbwesten zu verwandeln. Laut eines 2018 veröffentlichten Berichtes des französischen Senats liegt die Selbstmordrate der Polizei in Frankreich bei 36% über dem Durchschnitt anderer europäischer Länder. Dies ist auch durch die Reihe der Terroranschläge in Frankreich seit 2015 zu erklären, die eine Anhäufung von Stress bei den Polizisten mit sich gebracht hat. Diese Entwicklung unter den Beamten beunruhigt auch ihre Angehörigen. Angst, Stress. Ich weine manchmal wegen dieser Akte extremer Gewalt. Mehr und mehr. Wenn ich ihm beim Ausgehen zusehe, frage ich mich immer, ob er zurückkehren wird. Und in welchem Zustand. Das ist es, was mich entsetzt. Die Frauen und Familien sind ebenso wie ihre Männer dem immensen psychologischen Druck ausgesetzt. Oft bekommen sie Hassmails und Drohungen. Auch sind körperliche Angriffe nicht selten. Mein Mann litt darunter, als die Leute von seinem Job erfuhren. Als sie das herausfanden, wurde er vor etwa 2 Jahren vor seinen Kindern angegriffen. Es ist sehr schwierig für mich, damit umzugehen, vor allem, weil seine Kinder anwesend waren. Für ein banales Problem griff der Kerl ihn auf der Straße mit einem Messer an. Es eskalierte und er wurde verprügelt. Et voilà, donc il s'est fait tabasser. Um ein Ende dieser Gewaltspirale zu gewährleisten, muss vor allem eine politische Lösung gefunden werden. Zudem muss den betroffenen Polizisten die notwendige Unterstützung geboten werden, um in der Zwischenzeit den Herausforderungen ihrer Arbeit standhalten zu können. Solange dies nicht geschieht, werden wohl auch die Selbstmorde unter den Polizisten nicht abnehmen. Ich nahm an der Beerdigung eines Kollegen teil, der Selbstmord beging. Es ist immer noch schwer. Wir leiden immer. Sie sprechen mit anderen Kollegen, aber es hinterlässt Spuren. Es ist ein Ereignis, das seine Spuren im Leben hinterlässt. Du fragst dich immer, was du verpasst hast, was du hättest tun können.